Pfenningen in der Pfalz im Doktorenhof. Mein Name ist Wiedemann Schorsch und ich sitze im Garten vom Doktorenhof und ich möchte euch jetzt ein kleines Märchen erzählen. Ein Märchen ein bisschen traurig, aber Märchen sind halt einfach so. Diese Menschen sind ein bisschen traurig. Oftmals gehen sie auch gut aus. Lassen euch überraschen, was mit dem Märchen passiert. Vor langer, langer Zeit lebt in einem kleinen Dorf am Rande eines großen Reiches eine junge Frau namens Elena mit ihrem Ehemann Florian. Sie hatten erst vor einigen Wochen geheiratet, waren glücklich, voll des Lebens und freuten sich, auch wenn sie sehr arm waren, auf jeden neuen Tag, den sie gemeinsam verbringen dürfen. Florian war ein gutmütiger, gut gewachsener junger Mann und erlernte den damals sehr angesehenen Beruf des Wagners. Als Holz und mit Geschick und Wissen konnte er Wagenräder fertigen, die für viele Fuhrwerke der damaligen Zeit ja so wichtig waren. Elena hatte von ihrer Mutter das Gärtnern, das Kochen und den geschickten Umgang mit Nadel und Faden erlernt und war überaus fleißig mit Wolle und Spinnrad. Wenn Florian des Abends von seinem Wagenmeister nach Hause kam, so hatte Elena bereits das Essen gekocht. Oftmals gab es Florians Lieblingsessen, einen mit Sauerrahm im eisernen Topf angebratenen Eierstrudel mit gedörrten Zwetschgen und einen guten Schluck des eigenen Weines. So vergingen die Tage friedlich und beide waren überglücklich ihres einfachen, aber guten Lebens. Doch eines Tages ereilte sie die schlimme Nachricht, dass fremde Soldaten die Grenzen zum Land überschritten hatten, um ihr Friedliches zu erobern. Schon meldeten sich die Soldatenanwärter aus den Kasernen, um die jungen Männer zu rekrutieren. Sie sollten das Vaterland mit Waffen verteidigen. Ein jeder junge Mann wurde erfasst, registriert und vereidigt, seine Pflicht für Volk und Vaterland zu tun. Mit oft bloßen Füßen, einer Mistgabel bewaffnet oder einer Harke wurden die Truppen des Morgens zusammengestellt und alsbald blies der Trompeter zum Aufmarsch. Überaus traurig, besorgt, stand Elena zum Abschied wartend am Wegesrand mit einem wunderschön bestickten hellblauen Schal um ihre Schulter gelegt, den hatte sie von Florian als Hochzeitsgeschenk bekommen und diesen hatte auch bereits die Großmutter von Florian getragen. Florian hatte ihr des Vorabends unter der Marienstatue in der Küche geschworen, er werde auf jeden Fall aus dem Krieg unverletzt zurückkehren. So schritten nun Freunde, Ehemänner, Verwandte, Bekannte, junge Burschen, Söhne und Väter an ihren Frauen und Müttern vorbei in den ungewissen Krieg, allesamt mit der Hoffnung auf ein glückliches und gesundes Wiedersehen. Es vergingen die Tage, es vergingen die Wochen. Elena war voller Sorge um ihren Florian, hatte sie doch kein einziges Lebenszeichen von ihm bekommen. Nachrichten über Sieg und Niederlagen erreichten das Dorf, doch niemand wusste etwas Genaues über verlaufen Geschehen aus dem Schlachtfeld. Jeden Morgen und jeden Abend ging Elena an den Wegrand, wo sie Florian unter dem Schwur tränenreich verabschiedet hatte. Sie werde immer auf ihren Liebsten warten und für ein gutes Ende beten. Die Monate zogen ins Land, aus den Monaten wurden Jahre. Elena jedoch begab sich jeden Morgen und jeden Abend zum Feldweg und wartete vergeblich auf die Rückkehr ihres Florians. Darüber wurde sie immer trauriger, ihr Lebenswille verschwand ganz langsam und wie die Tage ohne ihren Geliebten langsam, langsam vergingen und stetig weiterzogen. Über das Warten fand sie nur Trost an den Blumen und Kräutern, die sie am Wegesrand fand und so manches Mal ausgrub, um in ihrem kleinen Garten es wieder einpflanzen zu können. Eine besonders schöne blaue Blume hatte es ihr angetan. Das Blau glich der Farbe ihres Schales, den sie jeden Morgen und jeden Abend trug. Sie grub diese blaue Blume ganz vorsichtig aus und setzte sie behutsam in ihren Garten. Und jedes folgende Jahr kamen weitere unzählige neue Blumen hinzu. So war ihr Garten bald gänzlich eingegrenzt mit den wunderschönen Blumen. Elena erfreute sich trotz ihres großen Schmerzes an diesen leuchtenden blauen Blümchen und trocknete diese jeden Sommer in Haus und Scheune. So wurde das Haus langsam über und über blau geschmückt. Eines Tages
fuhr eine fremde Dame, die sich auf den Weg in die Stadt gemacht hatte, durch das Dorf. Vor Elenas Haus ließ sie ihre Kutsche anhalten und stieg aus, um die Blütenpracht zu bewundern. Hingerissen sprach sie Elena, die gerade im Garten arbeitete, an und beglückwünschte sie zu dieser leuchtenden Blütenpracht. Diese begeisterte Durchreisende konnte Elena auch endlich den Namen der liebreizenden Blume verraten. Es war die Wegwarte. Einer sehr alten Überlieferung nach wartete eine junge Frau lange vor unserer Zeit auf ihren Liebsten und verwandelte sich in eine wunderschöne blaue Blume in die Wegwarte. Elena wurde es ganz seltsam ums Herz, wartete sie doch schon mehr als 9 Jahre auf ihren Florian. Sie begab sich ins Haus, kniete nieder vor der mit der blauen Blüten täglich neu geschmückten Marienstatue und betete tief und innig. Am nächsten Morgen lief Elena ihren Schal um die Schultern wie jeden Tag zum Wegesrand und suchte den Horizont ab nach ihrem Florian. Just in dem Moment, als sie nach Stunden der Verzweiflung zurück ins Dorf gehen wollte, erblickte sie in der Ferne eine kleine Gestalt, die sich langsam dem Wegkreuz näherte. Ein hoffnungsvolles Gefühl breitete sich in ihr aus, regungslos wagte sie kaum zu atmen. Doch er hatte sie längst an ihrem weithin leuchtenden Schal erkannt und eilte ihr mit letzter Kraft entgegen. Als auch Elena ihn erkannte, wurde sie überwältigt von einem in ihr aufsteigenden, nie in diesem Ausmaß gekannten Gefühl der Freude. Und so liefen sie aufeinander zu, wie nur Liebende aufeinander zugehen können, fielen sich in die Arme und konnten ihr Glück kaum fassen. Endlich war Florian wieder daheim. Lädiert und durch den Krieg, mehrfach verwundet, aber lebendig zurückgekehrt zu seiner Liebsten. Seit dieser Zeit haben Elena und Florian an jedes Jahr wunderschöne blaue Blumen in ihrem Garten gepflanzt und die Wegwarte wurde die Blume ihres Glücks bis ans Ende ihrer Tage. So, und das ist die wunderschöne Blume, die blaue Blume der Wegwarte. Man kennt sie auch unter dem Namen Chicory. Und Chicory ist natürlich auch eine Heilpflanze. Und früher hat man aus dem Chicory, macht man ja heute auch noch, einen Kaffeeersatz gemacht. Das heißt, man hat die Wurzeln vom Chicory genommen, hat es dann getrocknet und hat ihn dann geräscht. Und wir sagen eigentlich dazu, das ist ein Muckefuck. Und so ein Muckefuck-Kaffee, den trinke ich jeden Morgen. Ich bin kein großer Kaffeetrinker, aber Muckefuck-Trinker. Also Chicory, Wegwarte, Kaffee ist mein Lieblingsgetränk jeden Morgen. Und wir haben diese wunderschöne Blume jetzt natürlich auch in unsere Zauberblütenessige mit euch gebunden. Das heißt, im Zauberblütenessig ist auch Wegwarte dabei. Und diesen Zauberblüteessig trinke ich jetzt auf Elena und trinke auf Florian und trinke auf euch. Danke, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr mir zugehört habt. Alles Gute aus dem Doktorenhof, euren Schauspieler.